Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Real Talk. Das ist etwas, das habe ich schon so ein bisschen thematisch angeschnitten, als ich euch mein Buch gezeigt habe und ich wollte dazu nochmal ein extra Video drehen. Und zwar geht es um Ängste, die ich habe, um Blockaden, um Hindernisse, die ich mir selber schaffe. Und das auf verschiedenen Ebenen, aber es hat sich beim Buch nochmal so richtig deutlich gezeigt. Und zwar hatte ich das ja schon so ein bisschen erzählt, dass es gerade zum Ende hin wirklich dann ging, dass ich, also es hat sich alles in mir gesträubt, wenn ich auch nur daran gedacht habe, mich vor meinem PC zu setzen und die letzten zwei Geschichten zu schreiben. Da hat sich alles in mir gesträubt. Und das zog sich dann so weiter und wurde eigentlich immer schlimmer. Da war natürlich, ne, da habe ich das natürlich nach hinten geschoben, lieber irgendwelche anderen Aufgaben gemacht, als das dann gemacht und immer weiter nach hinten geschoben. Und ich habe mich richtig schlecht dabei gefühlt, wenn ich nur daran gedacht habe, an dem Buch weiterzuarbeiten. Und es hatte nichts damit zu tun, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Wenn ich dann einmal mich selbst überwunden hatte und am Schreibtisch saß und daran gearbeitet habe, ging es A wie geschnitten Brot. Es flutschte alles, Dinge, wo ich gedacht habe, oh, ich will mich da nicht ransetzen, wer weiß, wie kompliziert das wird und dann kriegst du das ja nicht hin. Hat alles irgendwann funktioniert und ich bin auch ruhig dabei geblieben, ne? Wenn es beim ersten Mal bei Amazon nicht funktioniert hat, hat es halt dann irgendwann beim vierten oder fünften Mal funktioniert und ich bin da auch nicht wuselig geworden. Ich war da wirklich ganz ruhig und entspannt. Es war wirklich so dieser Punkt in mir drin, diese Ängste, die du einfach hast, die man vielleicht gar nicht laut ausspricht oder über die man wirklich so direkt nachdenkt, die da aber da sind, so dieses, wer bist du, dass du im Selbstverlag ein Kinderbuch rausbringst? Wer bist du, dass du denkst, dass das irgendjemanden interessiert? Was passiert, wenn das dann öffentlich ist, wenn das Leute lesen und wenn die das scheiße finden? Ja, all sowas spielt sich irgendwo in dir drin ab, auch wenn du vielleicht nicht so konkret darüber nachdenkst, aber irgendwo da im Hinterkopf passieren diese Gedankengänge, die dann dazu führten, dass ich halt diese Blockaden hatte und nicht daran gearbeitet habe. Und das spiegelt sich auch in meinem Alltag auf eine ganz andere Art und Weise wider. Also, ne, wir alle wissen, ich hatte scheiß Monate hinter mir, bin trotzdem, mir geht es richtig, richtig gut, mir ging es auch in den letzten Monaten sehr, sehr gut. Und trotzdem muss man sich das natürlich irgendwo angucken. Ne? Da ist natürlich viel Wut, da ist viel Trauer, da sind Dinge, die man aufarbeiten muss und das muss man sich angucken. Und ich habe gemerkt, dass sich ganz, ganz viele Verdrängungsmechanismen in meinen Alltag eingeschlichen hatten. Das fing A an mit dem exzessiven Daten und den Männern. Da habe ich dann gemerkt, okay, nee, da hatte ich ja keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich gemerkt, dass meine Seriensucht wieder stark zunahm. Also wo ich dann wirklich abends drei, vier, fünf Folgen am Stück geguckt habe und völlig weggeballert war davon und das dann schon regelrecht gesuchtet habe. Also wo ich hätte mittags vielleicht lieber mich mal eine halbe Stunde ausruhen sollen, lieber noch exzessiv da irgendeine Serie geballert habe. Einfach weil du bist dann in dieser Welt drin von der Serie, du musst dich mit deinem realen Leben nicht so auseinandersetzen, du denkst nicht nach, wenn du so eine Serie guckst. Also auch wieder so diese Mechanismen, die dich versuchen natürlich zu schützen, ne? Unser Körper versucht uns da ja nur zu beschützen, zu bewahren, weil wir uns nicht angucken sollen, was wehtut und was scheiße läuft. Und das habe ich aber bemerkt. Ja, ich bin ein reflektierter Mensch. Ich wusste das. Von dem Tag an, wo meine Seriensucht wieder stark zunahm, wusste ich, was da passiert. Und mir fehlte so ein bisschen die Kraft und der Antrieb, da irgendwie rauszufinden und habe das dann tatsächlich geschafft, indem ich meiner Brieffreundin, ja, ich habe noch zwei Brieffreundinnen, meiner Brieffreundin davon erzählt habe, dass ich da drin stecke, dass das gerade so ist und dass ich etwas dagegen tun muss. Und hatte mir eigentlich erhofft, okay, wenn sie mir dann zurückschreibt, hat sie die und die Tipps und motiviert mich, das zu tun. Es hat aber schon gereicht, dass ich ihr das geschrieben habe, dass ich darüber geschrieben habe, dass ich es wirklich real habe werden lassen, dass ich es nicht nur hier wusste, sondern dass ich es auch nach außen getragen habe. Und ich habe den Brief geschrieben, ich habe ihn fertig geschrieben und habe in der nächsten Minute noch angefangen, mein Leben wieder umzukrempeln. Das heißt, ich habe wieder Routinen geschaffen. Ich gehe jetzt mehrmals die Woche über eine Stunde spazieren. Ich gehe raus, ich bewege mich. Ich meditiere wieder regelmäßig täglich. Ich mache wieder täglich, jeden Tag, jeden Abend Yoga. Ich lasse bewusst
ganze Abende den Fernseher aus. Das hat mir auch meine Brieffreundin geschrieben, die sagt, ja, das ist so, diese Netflix-Sucht ist sehr stark, aber sie erlaubt sich halt nur an 2 bis 3 Abenden in der Woche, sich das anzuschauen, also anzumachen. Genau so ist es bei mir halt einfach auch geworden. Ich brauche das manchmal auch nicht mehr. Wenn ich erstmal Yoga gemacht habe und meditiert habe, nachdem die Kinder im Bett sind, habe ich überhaupt keinen Bock, noch Netflix anzuschalten. Dann will ich einfach nur noch was Entspanntes machen und dann ins Bett gehen. Und das hat mir unglaublich geholfen, diese Ängste zu durchbrechen mit dem Kinderbuch, weil was danach passiert ist, als das Kinderbuch veröffentlicht war, war überwältigend, was da losgetreten wurde. Und auch diese Verdrängungsmechanismen zu durchbrechen und mir wieder meine positiven Routinen, die ich ja mal hatte und von denen ich wusste, dass sie mir gut tun, wieder in meinen Alltag zu holen. Ich war halt mutig. Ich wusste, das kann kacke werden, wenn ich mich wieder mehr mit mir auseinandersetze. Und ja, ich habe Abende, wo ich mich ganz bewusst aufs Sofa kusche, einen extrem traurigen Film anmache und heule. Aber weil ich das brauche, weil ich das möchte, weil ich das loslassen möchte. Ich gehe jetzt auch meine vergangene Beziehung und andere Dinge, die damit zusammenhängen, ganz konkret an. Also ich mache zum Beispiel bald eine Familienaufstellung. Ich habe mich wieder ganz intensiv mit der Chakra-Arbeit beschäftigt. Was kann ich tun? Welche Chakren sind nach dieser Trennung jetzt bei mir blockiert? Mit welchen Chakren muss ich arbeiten? Mache auch meine Meditation dahin gerichtet, Dinge loszulassen, Dinge zu verarbeiten, Dinge zu reflektieren. Ich schreibe wieder mehr. Ich lese wieder mehr. Auch Bücher, die mich... Ja, Bücher kommen zu dir. Und Bücher, die in den letzten Monaten zu mir gekommen sind und angeklopft haben und gesagt haben, du, es wäre mal Zeit, mich zu lesen. Die lese ich jetzt tatsächlich auch. Und mir geht es sehr, 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 sehr gut. Wirklich. Das ist manchmal nicht einfach, das ist manchmal scheiße, aber rückblickend oder ne, man hat dann halt mal so eine halbe Stunde, wo man denkt, boah, kacke. Aber es geht mir sehr, sehr, sehr viel besser, seit ich diese Ängste und Verdrängungsmechanismen hinter mir gelassen habe. Und ich möchte euch nur sagen, ja, auch ich habe das. Auch ich habe das. Aber das Wichtige ist immer, den Weg da rauszufinden, da rauszutreten. Und auch wenn es weh tut, am Ende ist es um so vieles leichter, freier, besser, schöner. Also ich bin ganz bei mir. Ich habe gerade ein wundervolles Leben. Ich bin nicht einsam. Ich bin nicht depressiv. Ich bin nicht auf irgendeine Art und Weise permanent traurig oder so. Ich habe mir in Bezug auf gewisse Menschen ein dickes Fell wachsen lassen. Das geht hier rein und da wieder raus. War am Anfang auch nicht so. Und ich habe da auch noch meine Momente, wo ich so da sitze und denke, nicht heulen, nicht heulen. Nicht heulen, weil das ist dann nicht dieses Heulen, weil ich loslassen muss oder weil es mal raus muss, sondern das ist so dieses Wutheulen. Wutheulen finde ich immer scheiße. Und was mache ich dann? Ich gehe zu irgendwelchen Menschen, die ich lieb habe, die mich lieb haben, erzähle denen das und dann ist das schon wieder besser. Und ja, davon wollte ich euch heute so ein bisschen erzählen, dass ich das auch habe und dass es dann nur wichtig ist, da wieder rauszukommen. Und sich da nicht in den Strudel mehrere Monate zu verfangen. Und in diesem Zuge möchte ich euch gerne von der Nicht-Jammern-Challenge von Peter Bär erzählen. Das war etwas, was ich zu Beginn meiner Weiterentwicklung mitgemacht habe, was bei mir einen riesen Sprung bewirkt hat. Diese Nicht-Jammern-Challenge, die habe ich vor 2 Jahren bei Peter mitgemacht. Die ist kostenlos, geht 11 Tage. Ich verlinke euch den Link von ihm mal unten in der Infobox. Macht das mal mit, wenn ihr Bock drauf habt. Also wenn ihr sagt, okay, ich will nicht mehr so viel jammern, ich will nicht mehr so viele negative Gedanken haben, ich will irgendwas verändern, dann macht das. Das hat bei mir einen Riesensprung bewirkt, diese wenigen Tage. Und ich mag Peter Bär ja allgemein auch sehr, sehr gut und mag seine Inhalte auch sehr. Also guckt euch das super gerne mal an. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!